Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das hat jetzt immer mehr die Züge einer Generaldebatte zum Freihandel. Und dabei wollen wir mal ein bisschen darauf hinweisen, dass es der Fraktion der FDP in ihrem Antrag eigentlich um Rechtssicherheit und die Reichweite von Schutzklauseln im internationalen Investitionsbereich ging. Aber ich will noch mal ein paar Dinge einfach klar machen, damit wir wissen, dass der EuGH mit dieser AKEMA-Entscheidung im März ein Machtwort zur Auslegung europäischen Rechts gesprochen hat. Schiedsklauseln in bilateralen Verträgen, in Investitionsschutzabkommen zwischen zwei europäischen Mitgliedstaaten sind unzulässig. Und über die Auslegung und die Anwendung des europäischen Rechts, da muss man schon ein bisschen länger nachdenken. Und gewissermaßen über Nacht sind damit auch eine ganze andere, eine Reihe anderer Verträge infrage gestellt worden. Dabei geht es um eine Kernfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen, des europäischen Binnenmarktes. Die meisten dieser bilateralen Investitionsschutzabkommen, die auch Deutschland abgeschlossen hat, zum Beispiel mit Griechenland 1961, mit Malta 1973, mit Lettland 1993, übrigens ebenso wie alle anderen europäischen Länder, die sind jetzt natürlich in Frage gestellt und wir brauchen sie eigentlich für den europäischen Binnenmarkt auch nicht, denn mit dem 01.01.1993, mit der einheitlich europäischen Akte, haben wir gewissermaßen den Wendepunkt markiert. Wir haben Marktfreiheiten definiert und wir müssen diese Marktfreiheiten entwickeln. Und die Harmonisierung von Rechtsvorschriften in der Europäischen Union dient dazu, den Binnenmarkt zu vollenden. Mit anderen Worten, die Rechtsangleichung in der Europäischen Union muss weitergehen. Und sie erfasst natürlich auch Anwendungsvorschriften aus alten völkerrechtlichen Verträgen. Der Europäische Gerichtshof hat in den hier zugrunde liegenden Fragen einfach Nein gesagt und er hat sich darauf beschränkt. Er ist nicht darüber hinausgegangen. Das bedeutet, dass Klauseln über Investor-Staat-Streitverfahren zwischen Mitgliedstaaten nicht per se mit dem Primärrecht unvereinbar sind. Vielmehr stellt sich die Frage, ob deren Ausgestaltung im Einzelnen die Autonomie der Unionsrechtsordnung wahrt. Und das wird auch bei anderen Verträgen wahrscheinlich festgestellt werden. Lassen Sie mich noch zu ein paar anderen Punkten was sagen. Generaldebatte, und ich fand es schon bemerkenswert, wie hier von ganz links bis ganz rechts im Hohen Hause Einigkeit bei bestimmten Schnittpunkten zustande gekommen ist. Sie sind gegen Freihandel und gemeinsam für Protektionismus. Das muss man sich mal vollständig auf der Zunge zergehen lassen. Und ich will auch für die Union an der Stelle noch mal klarstellen, weil das gerade von der Kollegin Dröge bei den Verträgen zu CETA noch mal in Frage gestellt worden ist, das Recht zur Regulierung ist in diesen Verträgen gewährleistet. Ein Investitionsschutz zielt nicht darauf, Staaten zur Änderung ihrer Gesetze zu zwingen, ganz und gar nicht. Es entsteht vielmehr ein Schadensersatzanspruch, wenn Rechte durch willkürliche, unverhältnismäßige oder diskriminierende Maßnahmen verletzt werden. Und im Übrigen gibt es auch keine Öffnungsverpflichtungen bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, etwa zu Lasten der Kommunen. Gerade das ist bei CETA ausgeschlossen. Und dann lassen Sie mich noch mal einen Satz zu der Paralleljustiz sagen. Das ist ja bei jeder Debatte in diesem Haus, kommt das vor, ohne dass man Schiedsgerichte als abnormale, als unsoziale, als undemokratische Elemente neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit darstellt. Und ich will einfach mal deutlich machen, Schiedsgerichte sind unserer Rechtsordnung immanent. Es sind Elemente der Streitbeilegung, die eine lange Tradition haben. Wenn Sie in die Zivilprozessordnung gucken, seit 1879 steht das Schiedsgericht dort drin. Und wenn Sie es ein bisschen sportlicher machen wollen, dann gucken Sie sich mal das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes an. Die letzte Instanz dort ist ein Schiedsgericht. Und wenn Sie Streitbeilegung nicht trauen, dann schauen Sie mal in die Satzung Ihrer Parteien, bei Linken und bei AfD. Auch Sie haben Schiedsgericht. Und deshalb finde ich das überhaupt nicht zu verteufeln. Es ist selbstverständlich, dass Streitbeilegung zur Kultur gehört. Das gilt umso mehr, als das im internationalen Handel zwischen Unternehmen, aber eben auch zwischen Staaten
und mit Bedeutung und Geltung von den Beziehungen von Staaten und Unternehmen gerade gerückt. Gerade im letzteren Fall kommt es darauf an, dass man sich gegenseitig bei Investitionen im jeweils anderen Land einen besonderen Rechtsgewährleistungsanspruch einräumt. Unternehmer und Kaufleute, die das nicht machen würden, laufen Gefahr, dass sie ihrer Investitionen durch staatliche Maßnahmen verlustigt werden. Und wenn Sie 10 Jahre lang mal in einem anderen Staat auf ein Gerichtsurteil warten müssen, meine Damen und Herren, da sind Sie als Kaufmann pleite und Ihre Arbeitnehmer müssen Sie nach Hause schicken. Und das wollen wir schon im Interesse der Beschäftigungslage in unserem Land nicht. Im Ergebnis, meine Damen und Herren, das Anliegen der FDP in ihrem Antrag, das ist berechtigt und es ist richtig beschrieben. Aber, meine Damen und Herren, das Gras wächst eben auch nicht schneller, wenn man hier heute Abend daran zieht. Und deshalb müssen wir bei der Rechtsangleichung im Binnenmarkt weiter Gas geben. Wir müssen daran weiterarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Heider. Lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Wenn wir mit dem Finger mal auf andere Länder zeigen, auch in Deutschland kann es vorkommen, dass Sie bis zu 10 Jahre und länger auf eine rechtskräftige Entscheidung warten müssen. Das ist ja eins unserer Probleme. Wir reden jetzt nicht über das Verhältnis CDU-CSU, sondern wir reden über die zivile Justiz. Als letzte Rednerin für die SPD die Kollegin Dr. Nina Scheer.